Und hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal geht es zum ersten Mal in die Welt von Witcher, dem Fantasy-Universum des polnischen Autors Andrzej Sapkowski und der Witcher-Spiele sowie der neuen Witcher-Serie. Und es soll hier darum gehen, was die namensgebenden Hexer eigentlich sind, woher sie kommen und welche Kräfte und Eigenschaften sie haben. Die Welt des Hexers Geralt ist eine, in der Menschen mit vielen anderen Völkern wie Zwergen oder Elfen und noch dazu mit vielen anderen zum Teil ungeheuren Wesen zusammenleben müssen. Manche dieser Wesen sind einfach in jener Welt heimisch, viele aber gehören eigentlich nicht dorthin und wurden durch die Konjunktion der Sphären, einem katastrophalen Zusammenprallen verschiedener Welten, in diese geschleudert. Und wieder andere entstammen den Experimenten von Magiern und sind unnatürliche Chimären und Mutationen. Die Menschen sehen sich so stets einer gefährlichen Welt gegenüber, nicht nur voller Konflikte und Kämpfe mit sich selbst und anderen Völkern, sondern auch noch voller Monster. Aber es gibt eben jene, die für die Menschen Jagd auf die Ungeheuer machen. Die Hexer. Als professionelle Monsterjäger durchstreifen sie den Kontinent und für die entsprechende Bezahlung nehmen sie es mit praktisch jedem Ungetüm auf, lösen Flüche und mehr. Zu diesem Zweck verfügen die Hexer über eine Reihe von besonderen Eigenschaften und Ausrüstung, von denen viele von den Mutationen der Hexer her stammen. Aber auch wenn es eben diese Veränderungen sind, die es ihnen ermöglichen, eben jene Wesen zu jagen, die die Menschen bedrohen, wurden sie bald selbst auch von vielen Menschen als Mutanten verachtet und ebenso gehasst. Ihre Dienste nehmen aber dennoch viele gerne in Anspruch, wenn die Not besteht. Im Monstrum, einem Buch, das speziell Hexer als Ungeheuer darstellen soll, werden sie wie folgt beschrieben. Wahrlich, man findet nichts Abscheulicheres als jene Monster, wider jeglicher Natur, so Hexer genannt werden. Denn es sind die Früchte lästerlicher Zauberei und Teufelei. Es sind Schurken sonder Tugend, Gewissheit und Skrupel, wahre Geschöpfe der Hölle, zu nichts als zum Töten geschickt. Und es ist für ihresgleichen kein Platz unter ehrlichen Menschen. Jenes Kaer Morhen aber, daselbige ehrlose Hausen, wo sie ihren grässlichen Praktiken frönen, muss hinweggefegt werden vom Antlitz der Erde und seine Spur mit Salz und Salpeter bestreut. Diese Meinung ist natürlich vor allem durch Angst, Intoleranz und Unwissen gezeichnet. Aber vieles daran ist auch nicht ganz falsch. So hatten die Hexer tatsächlich ihren Ursprung durch die Arbeiten und Experimente von Zauberern. Als die Menschen die nördlichen Lande des Kontinents besiedelten, sahen sie sich nicht nur dem Widerstand von Elfen und anderen Völkern gegenüber, sondern auch der Bedrohung unzähliger Monster. Mit beiden Gefahren zugleich zu kämpfen, erwies sich als schwierig. Aber eben dafür konnte Magie Abhilfe schaffen. Das Verändern und Mutieren von Lebewesen durch Magie ist in der Welt von Witcher durchaus üblich und bekannt, und eben diese Technik sollte auch im Kampf gegen viele Monster zum Einsatz kommen. Der genaue Ursprung der Hexer ist nicht ganz klar. Sicher ist aber, dass die Experimente zur Erschaffung der ersten Hexer im Schloss Rissberg begannen und sie durch den Zauberer Cosimo Malaspina geleitet wurden. Am Ende war es aber dessen Schüler Al'Sur, dem der tatsächliche Durchbruch gelang und der die Mutationen und Elixiere erschuf, die notwendig waren, um Hexer zu machen. Auch weitere Zauberer, wie vielleicht der alte Ortolan, waren an dieser Arbeit beteiligt, aber recht viel mehr erfahren wir nicht mit Sicherheit. Eine Version ist es aber, dass es die Könige und Fürsten des Nordens gewesen waren, die diese Experimente finanzierten, um magiebegabte Ritter zu erschaffen, die für sie gegen Monster und andere Feinde als mächtige Waffe fungieren könnten. Die ersten Hexer von Rissberg entsprachen dann aber scheinbar nicht den Vorstellungen der Fürsten. Vor allem ihr magisches Potenzial soll eher schwach gewesen sein. Und so wurden die Experimente dort beendet. Einige der Zauberer aber, die sogar nach dem Fehlschlag der Experimente verbannt worden sein sollen, machten dennoch weiter. Sie gingen zur Burg Morgrake und setzten ihre Arbeit an den Hexern dort fort. Dort machten sie weitere von ihnen und bald wurden die Schulen der Hexer etabliert, die sich jeweils auf verschiedene Aspekte der Mutationen und des Trainings der zukünftigen Monsterjäger ausrichteten. Eben darin fanden die Hexer dann auch ihre Anwendung. Auch wenn sie nicht die erhofften magischen Ritter der Könige des Nordens wurden, waren sie für den Kampf gegen Ungeheuer bestens geeignet. Ob dieser Verlauf der Dinge tatsächlich der Wahrheit entspricht, ist unklar,
aber es heißt immer wieder, dass es abtrünnige Magier gewesen sein sollen, die die Hexer in den Burgen der Schulen erschufen, und dazu würde die Verbannung aus Rissberg nach dem Fehlschlag des Experiments recht gut passen. Anfangs soll es zwischen den ersten Hexern auch einige Konflikte gegeben haben, aber schließlich wurden die Hexerschulen etabliert. Diese sind die Schule des Wolfes, der Katze und des Greifen, wobei uns aber in den Spielen noch weitere Schulen begegnen, wie die Hexerschule der Schlange, des Bären oder des Manticore. Dank der Aufteilung auf die verschiedenen Schulen und den Fokus auf den Kampf gegen Monster hatten die eigentlich fehlgeschlagenen Experimente eine klare Aufgabe und einen Sinn. Die Schulen waren über den gesamten Kontinent verteilt und hatten jeweils eine relativ abgelegene Festung als Sitz. In diesen Festungen wurden neue Hexer erschaffen, während bestehende dort überwintern konnten. Ansonsten reisten sie über den Sommer durch die Länder und töteten gegen Bezahlung jegliche Ungeheuer, die sie fanden. 2 Jahrhunderte später war ihre Arbeit dann ein weitgehender Erfolg. Die Hexer hatten viele Arten von Monstern dezimiert. Damit aber wurde auch ihre Arbeit weniger und zugleich auch der Argwohn gegenüber Hexern immer größer. Manche weigerten sich ganz, Hexer zu beauftragen oder verboten ihnen sogar bestimmte Kreaturen zu töten, die von gefährlichen Monstern schon mehr zu lokalen Attraktionen verkommen waren, da ihre Arten beinahe ausgelöscht waren. Einige andere sahen Hexer nach wie vor als hilfreiche und gute Jäger von Ungeheuern oder zumindest als professionelle Kämpfer und respektierten diese. Aber diese Einstellung war bald relativ selten. Die meisten Leute begannen Hexer, zum Teil wegen ihrer äußerlich erkennbaren Mutationen und zum Teil wegen ihres Rufes als emotionslose Mörder, zu verachten und zu fürchten. Immer wieder wurden sie auch beschuldigt, von Gier getrieben, arme und geplagte Leute heimzusuchen, um sie um ihr Geld zu bringen. Dazu verbreiteten sich noch viele weitere Gerüchte über Hexer, die vor allem von der Priesterschaft des Kontinents weiter gefördert wurden, die die Hexer verachteten und hassten. Schließlich wuchsen Angst und Hass auf die Hexer so sehr, dass es zu Übergriffen auf sie kam und vor allem die Burgen der Hexerschulen wurden angegriffen. Zumindest beim Angriff auf Kaer Morhen wurde die wütende Menge auch von Zauberern unterstützt. Und als diese Festung gestürmt wurde, wurden alle darin getötet und es überlebten nur jene, die durch Zufall gerade nicht dort waren. Mit der Zerstörung der Burgen der Hexerschulen wurden aber nicht nur viele von ihnen getötet, sondern auch ein großer Teil des Wissens um Hexer und um ihre Herstellung wurde vernichtet. Einige der wichtigsten Elixiere und Mutagene gelten zur Zeit der Geschichte von Witcher als für immer verloren. Ohne diese und ohne Zauberer, die den Prozess durchführen, können zu Geralts Zeit, etwa 300 Jahre nachdem die ersten Hexer mit ihrer Arbeit begannen, keine neuen Hexer mehr erschaffen werden. Die gefürchteten Monsterjäger scheinen ebenso wie viele der Ungeheuer, die sie bekämpfen, zu einer aussterbenden Art zu gehören. Relikte einer wilderen und dunkleren Zeit, die zu einem Ende kommt. Auch über die genauen Details der Ausbildung und des Trainings von Hexern erfahren wir nur relativ wenig. Die genaue Natur des Trainings und mehr noch der vielen Veränderungen und der Proben, denen sie sich unterziehen müssen, preiszugeben, ist den Hexern untersagt. Dazu sind diese mehr als schrecklich und viele Hexer scheinen sie am liebsten einfach vergessen zu wollen. Die Ausbildung und vor allem die Umwandlung zum Hexer muss bereits im Kindesalter beginnen und kann nicht an Erwachsenen durchgeführt werden. Diese Rekrutierung von Kindern führte zu dem Gerücht, dass Hexer Kinder entführen würden, um mehr von ihrer Art zu machen. Eine andere, aber ebenso falsche Idee ist es dann auch, dass alle Hexer Kinder des Schicksals wären, so wie Ciri eines war. Tatsächlich nahmen die Hexer vor allem Waisenkinder und ungewollten Nachwuchs bei sich auf. Frauen, die ein uneheliches Kind hatten oder aus anderen Gründen das Kind loswerden wollten, gaben es immer wieder an Hexer ab. Auch Geralt war ebenso ein ungewolltes Kind. Es wurde aber nicht einfach jeder von ihnen genommen. Die Hexer nahmen stets nur vielversprechende und starke Kinder an, was auch der Grund dafür sein könnte, warum man nur männliche Hexer trifft. Es könnte sein, dass die Hexer der Meinung waren, dass Mädchen das grausige Training niemals überleben würden. Auf jeden Fall aber wurden jene Kinder dann stets zu den Sitzen der Hexerschulen, wie eben Kaer Morhen, gebracht. Die Ausbildung zum Hexer bestand dann dort aus 3 großen Phasen: der Auswahl, den Proben und der Umwandlung.
Alle drei Phasen waren schmerzhaft, grausam und endeten nur allzu oft auch tödlich. Schätzungsweise belebte nur eines von 10 oder sogar nur eines von 20 Kindern die gesamte Prozedur und wurde am Ende zum Hexer. Bereits in der ersten Phase, der Auswahl, beginnt das körperliche Training der Kinder. Vor allem aber erhalten sie auch, sobald sie in Kaer Morhen sind, eine sogenannte Hexerdiät. Bei dieser bekommen die Kinder spezielle Kräuter und Pilze zu ihrem Essen und Pflanzenextrakte zu trinken, die das Wachstum fördern, den Stoffwechsel beschleunigen und dafür sorgen, dass sich ihre Körper im Ganzen besser und schneller entwickeln. Sie bilden dadurch allein schon eine hervorragende Kondition und viel Kraft aus, die die von anderen Kindern in ihrem Alter weit übersteigen würde. Und sie werden zudem auch an verschiedene Giftstoffe gewöhnt und gegen diese resistent gemacht. Diese Phase führt aber noch keine Mutationen und dauerhaften Veränderungen ein, sondern ist eher eine Art optimiertes und verstärktes Training. Aber auch schon das ist nicht ganz ungefährlich und sowohl bei Unfällen wie auch durch Krankheiten oder durch eine Reaktion auf die Hexerdiät kommen manche Kinder ums Leben. Diese Gefahren setzen sich auch noch in den späteren Phasen fort, sind aber am Ende die geringsten für die angehenden Hexer. In der zweiten Phase, den Proben, kommt es dann zu den ersten gravierenden Eingriffen in den Körper der Rekruten. Ungefähr im Alter von 10 Jahren werden die Kinder diesen unterzogen und erhalten dadurch die typischen Mutationen der Hexer. Herbeigeführt wurden diese sowohl durch magische Mittel mit Mutagenen und Tränken, wie auch durch chemische Methoden mit Giften, Extrakten von Pflanzen und durch Hormone. Wir kennen nicht alle Proben, die die angehenden Hexer überstehen mussten, aber sie alle waren schmerzhaft und schrecklich. Am gefürchtetsten war die Kräuterprobe. Bei dieser wurden viele der Mutationen durch Tränke und Elixiere eingeleitet, die den Rekruten gespritzt wurden. Und sie zog sich meistens über mehrere Tage hinweg hin und löste schreckliche Schmerzen aus. Nur etwa 3 bis 4 von 10 Kindern überlebte diese Tortur. Beschrieben wird uns die Kräuterprobe für einen jungen Hexer durch die Magierin Carla Demetia Crest mit folgenden Worten. Am dritten Tag waren alle Kinder gestorben, außer einem Knaben von kaum 10 Jahren. Dieser, zuvor von heftigen Konvulsionen geschüttelt, fiel mit einmal tief in Ohnmacht. Seine Augen hatten einen Blick wie von Glas, mit den Händen zerrte er ohne Unterlass an der Decke oder fuhr damit durch die Luft, als wollte er eine Feder fangen. Sein Atem ging laut und rau, ein kalter, klebriger und übelriechender Schweiß trat auf seine Haut. Da flößten sie ihm abermals das Elixier in die Adern ein und der Anfall wiederholte sich. Dieses Mal begann Blut aus der Nase zu fließen und der Husten wurde zum Erbrechen, worauf der Knabe vollends schwach und kraftlos wurde. Die Symptome hielten 2 Tage lang unvermindert an. Die Haut des Kindes, bis dahin von Schweiß bedeckt, wurde trocken und entzündet, der Puls verlor seine Stetigkeit und Genauigkeit, war aber ziemlich stark, eher langsam als schnell. Er kam kein einziges Mal mehr zu sich, auch hatte er zu schreien aufgehört. Schließlich brach der 7. Tag an. Der Knabe erwachte wie aus seinem Schlaf und öffnete die Augen. Seine Augen jedoch waren die einer Schlange. So eine Qual mussten alle Hexer durchstehen und die Kräuterprobe überleben. Über andere Proben erfahren wir dann nur aus den Spielen und aus weiteren Adaptionen. So soll es auch noch die Traumprobe gegeben haben. Bei dieser erhielten die Kinder durch Druiden eine Mischung aus Drogen und wurden durch psychedelische Visionen geführt. Diese sollten ihre Sinne und ihren Geist schärfen. Und dann ist da noch die Probe der Berge. Oder auch die Medaillonprobe genannt. Diese mussten sie bestehen, um ihre Medaillons zu erhalten, und sie bestand darin, einen gefährlichen Lauf durch die Berge zu überleben. Über die letzte Phase, die Umwandlungen, wissen wir dann praktisch nichts. Nur, dass sie noch schlimmer sein soll als die Kräuterprobe. Vermutlich wurden hier noch weitere Experimente an den Kindern vorgenommen. Sie wurden weiter mutiert, verändert und verstärkt. Offenbar wurde diese Phase aber auch auf den jeweiligen Anwärter angepasst. Jene, die sich als besonders widerstandsfähig und stark erwiesen hatten, wurden so weiteren, noch schwereren Proben unterzogen. Diesen wurde zum Beispiel auch Geralt ausgesetzt und ein Nebeneffekt von diesen Experimenten war, dass seine Haare ihre Farbe verloren und er schon als Kind völlig weiße Haare hatte.
Zugleich war er aber auch der Einzige aus seinem Alter, der diese besonderen Experimente der Umwandlung überlebte. Während und nach diesen schweren Proben und Verwandlungen geht die Ausbildung eines Hexers aber auch noch so weiter. Jeder von ihnen wird stetig im Kampf trainiert und erlernt den Umgang mit Schwertern und anderen Waffen. Das Training der Hexer ist dabei darauf ausgelegt, ihnen zu zeigen, wie sie ihre übermenschlichen Kräfte und Reflexe und ihre Schnelligkeit perfekt nutzen können und wie diese weiterhin maximiert werden kann. Der Kampfstil der Hexer ist dabei eine Mischung aus vielen verschiedenen Schulen und ganz darauf ausgerichtet, so effizient wie möglich darin zu sein, den Feind zu töten. Und das nicht nur gegen menschliche Gegner, sondern vor allem auch gegen solche Feinde, gegen die ein traditioneller Kampfstil versagen würde. Eben gegen Ungeheuer, die bedeutend größer und stärker sind als jeder Mensch und die schon gar nicht mit einem Schwert angreifen würden. Es wurde aber nicht nur der Körper der Hexer ausgebildet, sondern auch ihr Verstand. Um Monster möglichst effektiv bekämpfen zu können, erlernte jeder Hexer unzählige Fakten über diese. Von Schwachstellen über die Herkunft von Monstern bis hin zum Umgang mit Flüchen und Verzauberungen werden Hexer in allen Arten von Wissen zu Ungeheuern, Monstern und magischen Wesen ausgebildet. Zu dieser Lehre der Hexer gehört auch eine gewisse Ausbildung in Geschichte und in Sprachen, darunter auch die der Ältesten, magisches Wissen und mehr Theorie. So wurden jene, die die Proben und Veränderungen überlebten, zu hervorragenden und gut gebildeten professionellen Kämpfern gemacht. Durch diesen letzten kontinuierlichen Teil ihrer Ausbildung erhielten die Hexer also auch ein klares theoretisches Training und waren durchaus gebildet. Vor allem hatten sie Expertenwissen, wenn es um Monster, Ungeheuer, Flüche und ähnliches ging. Berühmt, berüchtigt und gefürchtet wurden die Hexer aber nicht wegen ihres Wissens, sondern wegen ihrer körperlichen Eigenschaften. Die Mutationen und Experimente, die sie während ihrer Kindheit und ihrer Ausbildung ertragen mussten, stärkten die physischen Eigenschaften von Hexern sehr. Sie waren stärker und schneller als gewöhnliche Menschen es jemals sein können, und vor allem verfügten Hexer auch über übermenschlich schnelle Reflexe. Dazu kommen noch verstärkte Sinne. Sowohl das Gehör wie auch der Geruchssinn von Hexern ist klar verbessert. Und besonders bekannt und auch leicht von außen zu erkennen, ist ihre verbesserte Sehkraft. Hexer können durch ihre Schlangen- oder katzenartigen Augen in fast völliger Dunkelheit sehen, aber auf der anderen Seite vertragen sie auch sehr helles Licht gut und sind schwer zu blenden. So können sich ihre Pupillen sehr schnell erweitern oder verengen, um sich an verschiedene Lichtverhältnisse anzupassen, und auch darüber hinaus sind ihre Augen verbessert, sodass sie stark verbesserte Sehkraft haben. Eben wegen dieser Mischung aus verbesserten Sinnen und ihren schnellen Reflexen erscheint es oft sogar so, als hätten Hexer eine Art sechsten Sinn, der sie vor Gefahren warnt, bevor etwas passiert. Besonders stark ausgeprägt ist dann auch die Widerstandsfähigkeit der Körper der Hexer. Die Mutationen verlangsamen den Alterungsprozess von Hexern stark und erlauben es ihnen, um ein Vielfaches älter zu werden als gewöhnliche Menschen, ohne wirklich an Kraft und Ausdauer zu verlieren. Das höchstmögliche Alter eines Hexers ist allerdings unbekannt, da noch keiner von ihnen jemals seine natürliche Lebensspanne erreichte. Der Hexer Vesemir aber ist weit über 100 Jahre alt und könnte sogar bereits um die 200 Jahre alt sein, ohne wirklich an Kraft und Gesundheit verloren zu haben. Neben einem verlangsamten Alterungsprozess heilen sich die Körper der Hexer auch deutlich schneller. Und sie können sich rasch von Wunden erholen, die andere vielleicht gar nicht erst überleben würden. Auch ertragen Hexer Schmerzen deutlich besser, die meisten Krankheiten können ihnen gar nichts anhaben und auch gegen Gifte sind Hexer recht resistent. Die Mutationen haben aber auch einige Nachteile. Die Proben und Verwandlungen sorgen dafür, dass alle Hexer steril sind und keine Kinder zeugen können. Ob dies eine Nebenwirkung der Mutationen ist, oder eins bewusst durch die Magier eingeführt wurde, damit sich die Hexer und ihre Mutationen nicht fortpflanzen würden, ist unklar. Ein weiterer Effekt der Mutationen wie auch des Trainings der Hexer ist auch, dass sie kaum Emotionen zeigen. Der populäre Glaube ist es, dass Hexer gar keine Emotionen hätten und völlig gefühlskalt sind. Das stimmt aber nicht ganz.
die Hexer werden gezielt darin geübt, ihre Emotionen zu unterdrücken, und ihre Mutationen helfen ihnen dabei, mit dem Ziel, dass Hexer nicht durch Angst, Schrecken oder auch positive Gefühle wie Zuneigung oder Mitgefühl abgelenkt werden. Sie sollen dadurch möglichst professionell sein und bei der Jagd nicht durch Emotionen gehindert werden. Am Ende sind Hexer aber nicht ganz ohne Gefühle. Sie haben durchaus Empfindungen und Emotionen, sind aber eben sehr gut darin geübt, diese zu kontrollieren und sind darin ausgebildet, sie zu unterdrücken, was aber durchaus oft zu Problemen führen kann. Zu den Fähigkeiten der Hexer gehört dann schließlich auch noch ein gewisses magisches Talent. Zwar können Hexer keine so mächtigen Zauber wirken wie tatsächliche Magier, aber sie können einfache Formen der Magie nutzen. Sowohl einfache Zaubersprüche wie auch die berühmten Zeichen stehen den Hexern zur Verfügung. Bei diesen handelt es sich um eine sehr einfache Form der Magie, die dazu entworfen wurde, auch von Personen mit wenig Talent eingesetzt zu werden. Trotzdem aber ist es nicht so einfach, die Zeichen zu wirken, wie es in Spielen oder der Serie erscheint. In den Büchern verlangen auch die Zeichen durchaus viel Konzentration und vor allem müssen sie mit sehr genauen Gesten ausgeführt werden, was im Kampf nicht immer einfach ist. Dank der Schnelligkeit der Hexer und ihrer großen und präzisen Kontrolle über Körper und Geist können sie aber auch im Kampf oft Gelegenheiten erzeugen, in denen sie Zeit für Zeichen haben. Bekannt sind uns 7 solche Hexerzeichen, vermutlich aber gibt es noch mehr, deren Einsatz wir nur noch nicht gesehen haben. Mit Art kann eine Schockwelle erzeugt werden, die den Gegner zurückwirft. Mit Igni kann Hitze und Feuer erzeugt werden und mit Arxi kann der Geist eines anderen Wesens leicht beeinflusst werden. So nutzt Geralt dieses Zeichen zum Beispiel, um sein Pferd zu beruhigen. Eine vollständige Kontrolle über den Geist anderer oder starke Illusionen kann man mit Arxi aber nicht erzeugen. Das Zeichen Quen dient zum Schutz und kann besonders schnell eingesetzt werden. Mit ausreichend Kraft kann Quen aber auch durchbrochen werden, wie sich im Kampf zwischen Geralt und einer Bruxa zeigt. Für das Zeichen Yrden ist die genaue Wirkung nicht klar. Es könnte sich aber um einen weiteren magischen Schutz handeln oder um ein magisches Schloss. So nutzt Geralt dieses Zeichen, als es sich in den Sarg einer Striege legt und den Deckel verschließt. In den Spielen dient das Zeichen dazu, magische Felder zu erzeugen, die die Bewegung von Feinden einschränken oder ganz aufhalten können. Das Zeichen Somne dient dazu, andere zu betäuben, und dann ist auch noch das Zeichen Heliotrop, das einen weiteren magischen Schutz darstellt, während es im zweiten Witcher-Spiel dazu dient, die Zeit zu verlangsamen. Obwohl diese Zeichen nun verglichen mit der Magie der Zauberer nicht wirklich viel vollbringen können, sind sie doch sehr vielseitig und hilfreich und können für einen Hexer im Kampf den entscheidenden Vorteil bedeuten. Auch die Ausrüstung der Hexer weist noch einige Besonderheiten auf. Das wichtigste Werkzeug in ihrem Arsenal sind so verschiedene Tränke und Elixiere. Durch ihr umfassendes Wissen in Alchemie können Hexer viele verschiedene Tränke für vielfältige Zwecke herstellen. Manche davon dienen als Gegengifte, andere sind gegen bestimmte Monster effektiv, während einige Elixiere schließlich noch dabei helfen, die Kräfte der Hexer noch weiter zu verstärken. Sie können mit Hexertränken ihre Sinne noch weiter schärfen, dabei helfen, Schmerzen zu unterdrücken und ihre Körper perfekt zu kontrollieren. Viele der Zutaten dieser Elixiere sind aber auch nicht ungefährlich und für gewöhnliche Menschen wären diese Tränke hochgiftig. Dank ihrer Mutationen und weil sie schon als Kinder durch die Hexerdiät an viele Gifte gewöhnt wurden, sind sie gegen diese resistent. Bewaffnet sind Hexer dann je nach Ziel und Beute mit verschiedenen Waffen und Werkzeugen. Besonders typisch aber sind ihre Schwerter. Praktisch jeder Hexer besitzt 2 von diesen. Ein Schwert aus Stahl und eines aus Silber. Letzteres ist dabei natürlich nicht ganz aus Silber gemacht, da sich dieses Metall recht schlecht für Waffen eignet. Stattdessen besteht der Kern des Schwerts aus Stahl und es hat nur einen Überzug aus Silber. Grund dafür ist, weil viele Monster sehr stark und sehr negativ auf Silber reagieren und es sich daher sehr gut eignet, um sie zu töten. Das gilt vor allem für jene Wesen, die durch Magie erschaffen wurden oder durch sie auf anderem Wege in die Welt gelangten. Aber nicht für alle Ungeheuer braucht es ein Silberschwert. Für viele ist am Ende ein einfacher Stahlschwert ebenso gut geeignet. Über die Waffen der Hexer gibt es nun auch viele Gerüchte.
Manche sehen sie als die besten Schwerter überhaupt und sie sollen zum Teil mit geheimen Schmiedekünsten der Zwerge gemacht worden sein. Andere dagegen meinen, dass Hexerschwerter eigentlich gar nichts Besonderes sind, sondern nur ganz normale Klingen, wie jede andere eben auch, nur dass eine davon eben einen Überzug aus Silber hat. Tatsächlich sind aber viele Hexerschwerter, so auch die von Geralt, aus Meteoritenstahl gemacht, der nicht nur zu den besten des Kontinents gehört, sondern dem auch magische Eigenschaften nachsagt. Ganz zu Unrecht werden die Schwerter der Hexer also nicht als besondere Waffen gerühmt. Das letzte besondere Stück ihrer Ausrüstung sind dann noch die Hexermedaillons. Diese dienen auf der einen Seite als Abzeichen der jeweiligen Schulen, aus der ein Hexer stammt. Die Schule des Wolfes, des Bären oder des Greifen werden durch entsprechende Tierköpfe auf ihnen dargestellt. Aber diese Amulette haben auch noch eine weitere Funktion. Die Medaillons der Hexer reagieren auf Magie und können den Träger vor dieser warnen. Da auch viele Monster magischen Ursprungs sind oder mit Magie verbunden, kann ein Medaillon auch vor diesen eine Warnung sein. Und nicht selten macht diese Warnung durch ihr Amulett den Unterschied für einen Hexer zwischen Leben und Tod bei einem plötzlichen Angriff aus. Mit all diesen Kräften, ihrem Wissen und ihren Waffen ausgestattet, ziehen Hexer dann vom Frühling bis in den Herbst durch die Lande und suchen nach Monstern, auf die sich die Jagd lohnt. Da sie von ihrer Arbeit aber auch leben müssen, machen sie meistens nur dann Jagd, wenn sie dafür beauftragt werden. Zudem kann ein Monster, das niemanden bedroht, auch in Ruhe gelassen werden, ohne dass es für irgendjemand einen Schaden darstellt, und man muss ja nicht töten, wenn es nicht sein muss. Kommt ein Hexer aber in ein Dorf oder eine Stadt und erhält dort einen Auftrag, der sowohl vom Fürsten wie auch von einfachen Bauern stammen kann, so tötet er jedes Ungetüm, das die Leute plagt. Zumindest dann, wenn die Bezahlung stimmt. Wird so zu wenig Gold für ein besonders gefährliches Wesen geboten, so kann ein Hexer auch jederzeit ablehnen. Oft versuchen verschiedene Parteien, Hexer auch wegen ihrer hervorragenden Kampfkraft als Leibwache oder als Auftragsmörder nicht für Monster, sondern für Menschen anzustellen. Auch hier lehnen die meisten Hexer aus Grundsatz ab. Hexergesetze oder ein Hexercode, wie ihn Geralt oft anspricht, gibt es dabei aber eigentlich nicht. Diese ist nur ein geschicktes Mittel, das vor allem von Geralt gerne benutzt wird, um sich aus Dingen herauszuhalten oder über Dinge nicht zu sprechen, über die er eben nicht sprechen will. Ein erstes Zeichen, dass die Dienste eines Hexers notwendig sind, ist oft, wenn dieser gut in einem Haus oder einem Dorf aufgenommen wird, da dies meistens bedeutet, dass es wirklich eine ernste Gefahr dort gibt und er als letzte Hoffnung gesehen wird. Trotzdem aber wird fast immer auch noch verhandelt und Hexer achten durchaus darauf, dass sie auch passend für ihre Arbeit bezahlt werden. Die Bezahlung findet dann auch fast immer erst dann statt, wenn der Auftrag erfüllt ist und das Ungeheuer bezwungen oder der Fluch gehoben ist. Kommt dann der Herbst übers Land und geht bald in den Winter über, so machen sich die Hexer zu einer der Festungen der Hexerschulen auf. Dort verbringen sie den Winter zusammen mit anderen Hexern, die meistens als Freunde oder gar Brüder gesehen werden. Sie erholen sich von ihren Reisen und Kämpfen, pflegen ihre Waffen und bereiten Tränke und Elixiere für das nächste Jahr vor. Jeden Winter sind es zur Zeit der Geschichte von Witcher aber immer weniger ihrer Art, die in Kaer Morhen überwintern. Die Hexer, ebenso wie die Monster, die sie jagen, werden ganz einfach selten. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Video zu den Hexern der Welt von Witcher. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu dieser Folge und eure Vorschläge für das Thema des nächsten Videos in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos ermöglichen, und tschüss YouTube und bis nächsten Mal bei einem weiteren Video zu Literatur, Geschichte und Mythologie.